Einen schönen guten Tag. In diesem recht kurzen Video werden wir uns ansehen, wie einfach das ist, mit Wabi Profi 3 eine Rechnung, einen Lieferschein oder ein Angebot zu erstellen. Hierzu werden wir zwei Module in Augenschein nehmen. Zu einem mal die Kasse und das Rechnungsmodul. In diesem Rechnungsmodul, mit dem ich jetzt gleich mal beginnen werde, ist es ja klar, sagt eigentlich der Name schon. Das heißt, Sie wählen einen beliebigen Kunden aus, Sie wählen Ihre Artikel aus, die Sie verkaufen möchten, ist ja egal, den will ich haben. Okay. Und nun sage ich hier Rechnung, Lieferschein, Angebot erstellen. Und hier oben kann ich nun in den Auswahl-Buttons kann ich bestimmen, was ich erstellen will. Eine Rechnung, ein Lieferschein oder ein Angebot. Das ist soweit klar und das ist relativ simpel. In der Kasse hingegen sieht es anders aus. Um diese Funktion in der Kasse auch nutzen zu können, und wir machen das einfach mal, ich sage hier Kundendaten, ich nehme jetzt hier unseren Müller Franz, und der kriegt eine Damenhose und hier noch eine Hose. Und jetzt klicke ich auf Bezahlen. Hier habe ich die Möglichkeit, eine Rechnung zu erstellen, oder ich kann auf diesen erweiterten Button klicken, und hier habe ich die anderen Funktionen, das heißt Webshop-Ausbuchung, Bestellung, Angebot oder Lieferschein zur Verfügung. Sie können allerdings in den Systemeinstellungen von Wabi Profi 3, Systemeinstellungen, Verkauf, Leistungsmerkmale, hier können Sie bestimmen, was möglich sein soll. Denn wenn Sie sagen, pass mal auf, ich will keine Angebote erstellen, ich will auch keine Lieferscheine, aber Rechnungen sollen möglich sein, dann nehmen Sie einfach diese beiden Häkchen heraus. Und wenn wir nun erneut in der Kasse auf Bezahlen klicken und öffnen die erweiterten Optionen, haben wir Lieferschein und Angebot plötzlich nicht mehr zur Auswahl. Aber die Funktion Rechnung steht uns hier noch zur Verfügung. Wir machen jetzt abschließend auch den Test. In den Systemeinstellungen unter Verkauf Leistungsmerkmale sagen wir, wir wollen keine Rechnung erstellen können. Wenn wir nun auf Bezahlen gehen, ist der Button Rechnung erstellen hier weg. Also, so ist es ganz, ganz einfach, in Wabi Profi 3 eine Rechnung, ein Angebot oder einen Lieferschein in der normalen Kasse als auch in der Rechnungskasse zu erstellen.